Da. Hab ich noch Glasflaschen? 7 Stück hätte ich noch. 2 Stück brauchen wir. 2 Stück, gut. So, machen wir mal hier. Zack. Flums. Klo. Klo. Ach ne, die machen ja keinen Krach. genau, und du kriegst einen Inksack. Jawohl. So, und dann machen wir uns mal hier eben kurz Scribing Tool. Ich glaube, das ist das Crafting-Rezept ist Shapeless. Ja, Scribing Tools. So. So. Jetzt geht's lustig nach oben. So, ich hab dir da schon mal was hingestellt. Seite kannst du dir effektiv aussuchen, auf welche du möchtest, rechts oder links. Ach, die Tische kenne ich irgendwoher. Ich glaube, die habe ich schon als Deko verwendet. Ja, die hast du schon als Deko verwendet. Jetzt kommt ihr eigentlicher Zweck. So, denn wir haben einmal, wenn du den einzelnen mal mit deiner Wand of the Apprentice antickst, woink, kriegen wir unseren, wie heißt das Ding? Mal kurz im Formel gucken. Arcane Worktable. Mhm. Und wie man sieht, geht auch direkt die Wand of the Apprentice da rein. Ja. Und das ist quasi unser erster magischer Crafting Table, mit dem wir dann ja. Gegenstände mit Magie infizieren können. das war falsch. Das hat einen Grund, warum da ein Einzelner stand. Herr Okami. Hm? Das hat einen Grund, warum da ein Einzelner stand das und da zwei zusammen standen. Ja, das hast du mir nicht gesagt. Du hast gesagt, ein von denen. Yeah. Na, da muss ja, wieder okay. Abgebaut werden, ne? Mhm. Damit geht's nicht. Nimm die Kettensäge, geht besser. Genau, hol ich gerade raus. Und nehm vor. Und nehm. Den Stab okay. Habe ich rausgenommen. Alles klar. Da oben ist er. Hm? So. So. Ja. Ui, und jetzt nimmst du dir dein Scribing Tool und machst einen Rechtsklick auf die beiden. Auf den Doppeltisch. Boink. Genau falsch rum. Mhm. Naja, egal. Ist egal auf welchen. Jo. Sehr schön. So, und wenn du da jetzt reingehst, so. Hier haben wir dann unseren Erforschungstisch, mehr oder weniger. Hier machen wir unsere gesamten Formcraft-Forschungen drauf. Und hier hast du schon mal 43 Paper, die wirst du brauchen. Die kommen. nicht in den Slot. Die kommen in den zweiten Slot unter der Lupe. Yep. So. Und dann siehst du, unten hast du ja diesen Schieberegler. Yep. Einmal Cursory. Cursory und Thorough. Da stellst du ein, wie stark die Sachen, die du reinlegst, untersucht werden. Auf Cursory werden sie nur leicht untersucht und die Wahrscheinlichkeit, dass du die Items, die du untersuchst, verlierst, ist geringer. Unter Thorough bekommst du mehr Aspekte raus. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass du was für deine Dings erhältst. Allerdings ist es auch wahrscheinlicher, dass das Teil flöten geht. Ja, ich habe gerade mal ein Ruby Sword reingelegt. So. Und ich fange jetzt mal an. Hab mir mal hier so einen halben Stack Redstone gegriffen. Schmeiß den hier mal rein. Wir sehen, wir haben zwei Aspekte drauf. Machina und Potentia. Ich habe mit der Vitreus, Telum, Carus und Lignum. Ja, auf dem Ruby Sword. Ja. Und das sind halt die verschiedenen Aspekte, die du untersuchst, um dann damit anzufangen. Und wenn du dann, ich würde es bei dem Ruby Sword, wenn du es behalten möchtest, nicht unbedingt machen. Ich habe 3 Stück, deswegen, also das ist mir relativ wumpe. Ich kann auch so ein kaputtes gut. reinschmeißen, wenn das weg ist, sollte ja keinen Unterschied machen. Ja, aber ich glaube, für die Anfangserforschungen täte es ausreichen, wenn du dir auch erstmal ein bisschen Redstone schnappst. Okay. Ein halber Stack liegt noch in der Diamond Chest. Und ich hau derweil schon mal auf die Lupe. Bumm. Und wie wir sehen, er hat einen verbraucht und wir haben unsere erste Research Note, Unknown Theory, mit der wir erstmal noch nichts anfangen können, das kannst du noch nicht lesen. Aber wir sehen hier schon mal Obscurus Unknown, dass wir schon mal einen Aspekt von den beiden, den wir auf dem Redstone haben, hier schon mal auf jeden Fall in der in unserem Research drin ist. Jetzt drücken wir das mal ein bisschen weiter und zack, wir sehen, aha, es ist Potentia, wir haben 37% davon erforscht. 62.
88, zack, 100%. So, leider ist jetzt aber unser Research Note noch nicht vollständig fertig. Sobald, ich glaube, auf jeden Fall sagt es uns auf jeden Fall schon mal, was wir gerade erforschen, und zwar einmal Nitor. Leider haben wir noch nicht den Beschreibungstext dazu, denn sobald man 50%, glaube ich, war das erreicht hat, wird der Beschreibungstext hier oben in der Ecke lesbar. Und jetzt müssen wir uns mal das noch was anderes dazu suchen. Dafür drücken wir mal Shift und gucken uns mal an, was wir hier für Sachen drauf haben. Nitor. Moment, welches war Nitor? Hier, was könnten da noch drauf sein? Ach ja, genau. Torches. Torches haben Lux, also Licht. Lux quasi. So, zack, zack. Und da sehen wir, aha, Lux ist drauf. Okay, jetzt solltest du vielleicht das auch nochmal für den Dummen, der rechts neben dir steht, nochmal ganz erklären, wie ich jetzt vorgehen muss. Also ich habe jetzt Redstone drin, habe ein paar Mal draufgeklickt, dass jetzt Potentia 100% ist. Richtig. Und ich nehme das Gunpowder raus und wie du siehst, oben Machina ist ausgegraut. Das heißt, der Aspekt ist in dem Research nicht drauf. Du könntest jetzt theoretisch das Gunpowder noch... Ja, das habe ich eben gerade mal so aus Jux und Dollerei, weil ich mal gucken wollte. Ich glaube nämlich... Ignis, also das Feuerding gehört noch mit zum Nitor, weiß es aber nicht mehr ganz genau. Und wenn du jetzt mal den Redstone rausnimmst, weil den brauchst du jetzt nicht mehr, den hast du abgefrühstückt, und dann eventuell ein paar Torches reinschmeißt oder irgendwas, was Lux hat. Also Lux, nicht Lachs, Lux. Was ist denn heute los? Und da jetzt ein paar Mal drückst. Ah. Und Knoll. So. Jetzt ist schon mal jetzt haben Lux, wir Lux, genau. 37%. Lux gehört auf jeden Fall dazu. Und wenn du jetzt mal oben in die Ecke auf das Papyrus gehst, siehst du jetzt, dass du den. This glowing flame seems to be fueled by magic itself. Ja, sehr schön. Und da, wenn du das jetzt dir durchliest, stehen dann da manchmal noch ein paar Hinweise drin, was noch da drauf ist. Muss ich mal gucken, ich brauche noch irgendwas mit Licht. Irgendwas mit Licht. Beatbacks nehmen. Noch irgendwas, was Lux hat. Hab ich noch. Ui. Noch ein bisschen Kohle? Kohle? Bitte Holster. Kohle, bitte Holz dabei, nicht. Wir könnten noch ein paar Torches machen. Glowstone. Beziehungsweise das. Hat der Lux drauf? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, hat er. Und er hat auch Visum. Hat auch Visum drauf. Ich glaube zumindest so hieß das. Schon mal so ein bisschen mit Formkraft rumgespielt. Ich habe jetzt erstmal 16 Dust mit hochgenommen. Gut, dann werde ich mir erstmal noch ein paar. Hab ich. So, schmeiß doch mal rein da. Nee, ich habe leider keine Kohle mehr dabei. Dann gehe ich mir mal kurz ein bisschen Kohle holen, mache mir ein paar Fackeln. Weil die werden wir bestimmt noch brauchen. Lux auf 50%. Ja. Wie gesagt, du musst die ganzen einzelnen Erforschungsaspekte auf Lux. 100%. Ja, Lux habe ich 100% und jetzt zeigt er mir Ignis an. Richtig, wenn du dann nämlich bestimmte Prozentzahl voll hast, zeigt er dir auch die Aspekte an, die dir noch fehlen. Machen wir einen Stack Kohle mit. Und machen uns mal einen Sack Torches. So. Ups. So, jetzt hole ich mir noch einen Gunpowder. Ich hoffe, ich habe hier noch irgendwo eins rumfliegen. Und sonst gehe ich. Ah ja, da habe ich noch eins. Und sonst gehe ich auf Creeperjagd. Dann habe ich das nämlich auch schon auf 100. Dann müsstest du theoretisch Nitor fertig erforscht haben. So, Potentia 100, Lux 100, Ignis 100. Und sagt er dir jetzt Nitor. Research Discovery, bla bla bla, irgendeine Nummer, Nitor. Ja, die Rolle. Sehr gut, dann nimmst du die jetzt da raus. Sehr schön, was kann ich jetzt damit anstellen? Nimm sie in die Hand. Oh. Kannst du jetzt nochmal durchlesen und dann machst du Rechtsklick. So, und wenn du jetzt in dein Thaumenomicon guckst, mach mal eben die. Nitor.
Die Research auch fertig. Ich hätte auch Kohle nehmen können eigentlich für das Ding. Schau, dass man hier nicht rauszoomen kann bei dem Ding so ein bisschen. Ja, das ist eine Menge, wenn man das hier mal sieht, Leute, wie weit es geht. Kann man sich nochmal ansehen. Nightor, this glowing flame seems to be fueled with magic itself. The number of uses for an ever-burning flame seems endless, but unfortunately it doesn't seem to produce much heat. So it could prove to be a steady source of light and energy. Psst, sehr schön. Nightor complete. Und jetzt schauen wir in unser Formonomicon und sehen, aha, Eternal Flame, Nightor, Research complete. Und wenn wir jetzt da draufklicken, sehen wir, wir brauchen ein Crucible, brauchen 4 Flux, 4 Ignis, 6 Lux und 4 Potentia und können das machen. Womit wir dann auch schon gleich bei dem nächsten wären. Du hast nicht zufällig 2 Stücke Netherrack hier oben. Und ein Flint in Steel? Etwas unvorbereitet heute. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 2 Netherrack und 2 Flint und ein Flint in Steel. Also ein Netherrack für jeden und 2 Flint in Steel. Ein Flint in Steel reicht vollkommen. Wir müssen da nur ein Feuer drauf zünden und ich brauche mal eben da. Flint in Steel, warte mal, muss ich kurz überlegen. Das müsste ich auch. Also ich bin mir sicher, dass ich irgendwo hier oben ein Feuerzeug rumfliegen habe. So, liegt glaube ich in meiner Natur. Da war's. Alter Pyromane. Schwein gehabt. Huch. Was haben wir denn da? Ah, so. So, dann einmal, ne? Da. Ah, sehr schön. So. Zack. Ich wollte gerade sagen, sehr viel tiefer darfst du hier aber auch nicht. Ja. Alles klar. So, dann müssen wir da. So, dann mach mal bitte Feuer. Flint and Steel. So, jetzt nehmen wir wieder unsere Wand. Schwupp. Und joink. Aha, Wand und jetzt hier wieder Rechtsklick drauf, oder wie? Yep. So, und damit haben wir unseren Crucible, mit dem wir dann die Sachen herstellen können. Habe ich noch. Du hast hier oben nicht zufällig eine unendliche Wasserquelle, oder? Doch. Gut. Ich muss hier noch einen in diesen Raum integrieren. Gut, dass ich auch 2 Eimer dabei habe. Ja, einen Eimer habe ich selbst dabei. In meinem Ding ist schon, in meinem Crucible ist schon was drin. Aber es war eben so, hier fehlt noch was. Ja, gut vorbereitet hier oben, ne? Ohne es zu wissen. Ja. So, dann können wir nämlich das auch gleich mal, dann brauche also ich die Wand nochmal und, das war einer zu viel. Einer. In den, gut. So, wie war das jetzt nochmal? Was brauchten wir? Wir brauchten Ignis, Lux und Potentia. Wir brauchen 4, 4 und 6. Das Ding hat 2, 2. Gut. Das heißt, wir nehmen mal 2 Kohle. Wie wir jetzt auch sehen können, das Wasser ist am Kochen. Da drinnen. Bis dahin muss man immer warten, bis man das macht. So, und dann brauchen wir 6 Torches. 1. Ups. Aha. Hä? Wie schmeißt ihr die da rein? 3, einfach mit. 3. Ja, einfach mit Q hier. Okay, so. War ich gerade so, so ein bisschen verwirrt. So, und dann. 2 Kohle. Und wie viel Torches? 6. Und ich muss mal eben kurz meine Wand aufladen gehen. Da zeigt sich mal wieder, wie unpraktisch es ist, dass wir da noch keinen, Naja, meine ist fast voll. Eigentlich muss man sich ja nur hier hinstellen. Also ich... Ja. Voll. Hä? Wo hast du dich hingestellt? Ach so. Ja, lauf doch nicht mal so weit. So, und dann ein Rechtsklick auf das Ding. Schwupps. Und wir haben Nitor. Interessant. Was kann man damit anstellen? Oh, ist ja fast wie eine Wisp. Kannst deinen rechts daneben pflanzen. Habe ich jetzt leider einen anderen Platz für vorgesehen, muss ich zugeben. Ist mehr oder weniger der Ersatz für Fackeln.
Ich weiß gar nicht, ob das für den ganzen Raum reicht. Ich glaube nicht, ne? Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall. Wie war das? Welche Test war es? F7, F6? F7. Genau. Nee, hier könnte man spawnen.